zu Lösungen kommen in den nächsten Jahren? Ich bin die beste Lohner Bürgermeisterin, weil ich promovierte Volljuristin bin und über Verwaltungserfahrung von fast 10 Jahren im Bundesministerium des Innern und für Heimat verfüge. Damit bringe ich das Handwerkszeug und den Blick von außen mit, um als Bürgermeisterin die Herausforderungen der Zukunft anzupacken. Ich stehe für frischen Wind für Lohne. Außerdem habe ich in den letzten Wochen mit vielen Lohnerinnen und Lohner getroffen. Ich habe Vereine besucht, ich habe Unternehmen besucht, ich habe soziale Einrichtungen besucht und auch über meine Social-Media-Kanäle und mein erfolgreiches Bürgercafé bin ich mit vielen Lohnerinnen und Lohnern im Austausch. Ich kann Bürgermeisterin, ich werde für Lohne kämpfen und es ist Zeit für eine Bürgermeisterin. Ich bin der beste Lohner Bürgermeister, weil ich unabhängig bin und parteilos. Ich werde dafür sorgen, dass endlich Transparenz in die Lohner Politik einzieht, dass die Bürger an entsprechenden Entscheidungen in Lohne beteiligt werden und im Vorfeld von Entscheidungen angehört werden und nicht Politik aus dem Hinterzimmer betrieben wird. Ja, ob ich der beste Bürgermeister aus Lohne bin, das kann ich nicht beurteilen. Das müssen die Lohner beurteilen, weil jeder möchte ja für seine Sache den richtigen Kandidaten. Aber wenn die Lohner meinen, dass ein Bauer aus Kroge Erndorf, der mit Herz und Verstand Politik machen möchte und mit viel Leidenschaft, alles, was er bis jetzt im Leben angepackt hat, privat und auch geschäftlich und auch schon viel auf die Beine gestellt hat, dass das der richtige Kandidat ist gegenüber zwei Volljuristen, dann möchte ich noch einmal auf den letzten Satz meiner letzten Rede hinweisen. Und zwar, der Bauer ist die schwächste Figur im Schach, aber dennoch in der Lage, den König zu schlagen. Und zu meinen beiden Kandidaten sagen, Schachmatt.